So Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von mein Gott, von Super Metroid. Das letzte Mal haben wir Kackviech besiegt. Ja, inneren da unten. Guck mal, das war sogar. War das sogar so ein fetter Boss? Seht ihr das als fetter Boss für das Finale quasi? Ich weiß es nicht. Zumindest sind wir jetzt im Wreck Chip, der Strom ist wieder da, es ist wunderschön. Und jetzt können wir hier mal so richtig erforschen. Ich denke mal, ja. Den Messer-Container, den ich jetzt erstmal ausgelassen habe, als ich neu hier hinspielen musste, den werde ich mir jetzt mal nicht holen, weil nicht so wichtig, und den holen wir uns dann auf dem Rückweg. Es wird hoffentlich einen Rückweg geben. Ja, es wird auf jeden Fall irgendwann. Irgendwann wird es einen Rückweg geben. Wo kommt ihr denn her? Einmal Weltraumpiraten hier. Warte, die machen die Dinger jetzt Damage. Das ist merkwürdig. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber macht ja nichts. Aua. Okay. Führt es trotzdem noch zu. Ah, okay, dann muss ich vielleicht doch Gegner besiegen, wa? Ups. Ja, guck mal, die Rücktür. Tür zurück ist nämlich auch dicht. Das heißt in der Regel, ich muss die Gegner besiegen. Okay, gehen wir erstmal hier rein. Soll mir recht sein. Stimmt, wir haben ja, warte mal, ich bin ja auch ein bisschen doof, ne? Ich hoffe, die Gegner bleiben tot. Weil ich kann mir ja noch die Kartendaten holen. Die Tür hatten wir auch schon gesehen. Weiß übrigens, ich muss sie tatsächlich nochmal besiegen, ne? Ja. Wow. Da macht Spaß. Egal, kann ich mir ein bisschen wieder hochfarmen, ne? Puh, ey. Warum auch immer. Will doch nur die Kartendaten schnell holen. Damit wir uns hier klüger umsehen können. Vielleicht gehen wir erstmal in die anderen Türen dann unten rein. Der Weg ist ein bisschen zu blöd. Wieder die Dinger hier kaputt machen muss, ne? Wer repariert das? Was sind wir denn hier? So, war das hier? Ne, warte mal, das war der Rückweg. No! Oh, ich bin ja komplett verwirrt gerade, scheinbar. Das ist wahrscheinlich hier. Nö, aber gut, den nehme ich auch. Ja. Okay. Moment. Hier rieche noch mehr. Das ist irgendwie immer so ein Gefühl, aber mein Gefühl trübt mich auch häufig. Ja. Das konnte ich vorher aber nicht kaputt machen, oder? Bin ich jetzt irgendwie doof? War das doch hier ganz hinten links? Puh. Ups. Mein Gott, wäre ich da mal gleich hingegangen. Hätten wir uns ein bisschen Wege erspart. Ups. Aber egal, Kartendaten sind wichtig. Zeigen uns viel. Wow, das ist ja viel. Okay. Egal. Haben ist haben, nicht wahr? What? Ich sah gerade auf, wenn ich Raketen geschossen hätte. Ich war ein bisschen verwirrt. Okay, weg damit. Ich muss rennen. So. Dann können wir jetzt auch einfach mal abwägen, in welche Tür wir überhaupt rein wollen hier. Guck mal, die sind alle ein bisschen Käse. Vor allem die linke Tür wird gar nicht angezeigt scheinbar. Ach komm, dann arbeiten wir es von unten nach oben, würde ich sagen. Oder? Warum nicht? Jo. Jo. Irgendwann müssen wir eh nochmal überall hin.
um die Items zu holen. Wow, was zum Fick? Wieso war ich gerade so schnell? Das habe ich nicht verstanden. Ich verstehe auch nicht, warum du mir jetzt Probleme machst hier. Kauf ich. Don't underestimate my power! Oder vielleicht auch einfach doch. Ha! Motherfucker. Ich glaube, ich soll hier nicht hin. Ich glaube, das ist der Witz der Sache. Ja, ich dreh mal wieder um, ne? Achso, jetzt kann ich darauf. Hä? Jemand hat mir auch Damage gemacht, als der oben drauf stand. Okay, ich kann mir denken, was hier passiert. In dem Raum. Warum ich da noch nicht hin soll, ne? Da brauche ich bestimmt einen Gravitationsanzug für. Nennen ihn auch manche Leute. Gehe ich jetzt einfach nochmal speichern. Einfach zur Sicherheit, weil ich nicht ganz Bombs nochmal machen will. Das heißt, ich werde ihn irgendwo hier gleich kriegen. Ja! Ist immer so nervig im Wasser, ne? Dann können wir nach Meridia. Och, schön. Es ist aber ganz cool eigentlich, dass es so ein bisschen, also wenn man klar Metroid nicht kennt, so, dann ist es vielleicht immer ein bisschen schwieriger, aber wenn man halt so die groben Metroid-Items kennt, dann weiß man immer schon etwa, ah, okay, da brauche ich ja das und das, das kennt man ja. Das heißt, werde ich gleich kriegen, so nach dem Motto, oder kann es mir zumindest denken, weil das ist sowieso ein Item, was wir bald mal brauchen. Vor allem jetzt, also jetzt speziell in diesem Fall den Gravity Suit, weil wir schon viele Wassergebiete hatten und mir auch langsam die Ideen ausgehen. Das ist das letzte Gebiet, wo wir irgendwie noch hin können, deswegen schätze ich mal, dass wir wirklich gleich einen Gravity Suit bekommen. Da kann man also ein bisschen drauf schießen, aufgrund der Tatsache, dass da eben so Wasser war und so. Dann quasi die Belohnung für, hast du den Gravity Suit bekommen, jetzt kannst du in die Tür hier nebenan mal eben kurz rein, um ihn gleich mal zu testen, so nach dem Motto. Mir gleich ein schönes Item zu holen. Ach, jetzt bleibt die Tür offen. Naja. Soll mir recht sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, du haust mal ab hier. Ins Loch mit dir. Kann ich auf dir stehen? Ach, Kollege. Was hat mir gerade Damage gemacht? Achso, die drei Stromdinger da. Hier, Mister. Das ist echt nur für den Missile-Container. Na, okay. Nehme ich ja aber auch, nicht wahr? Weiß nicht, warum ich weiter schieße. So, kurz mal, ne? Prioritäten setzen. Der Rückweg ist wie immer einfacher. Ich krieg trotzdem Damage. Ich wünsche, dass die Welt dann einfach stehen bleibt, wenn ich wirklich scanne. Hat was, aua. Hier oben irgendwas vielleicht? Nö. Gut, gehen wir erstmal links lang. Soll mir auch recht sein. Erstmal, nee, bin ja nicht erstmal links gegangen. Das ist ja der Witz. Bloß nicht die L-Taste loslassen oder R-Taste. Ja, nur Granatschießen ist schon Luxus in dem Spiel, ne? Kann ich abstreiten. Mann, ich könnte mir so gut neue Energie farmen und ich laufe trotzdem wieder in alle Sachen rein, sodass ich im Endeffekt plus minus wahrscheinlich hier rausgehe. So. Wahrscheinlich muss man die Türen einmal aufschließen, damit man da auch. Damit sie auch offen bleiben. Ach so, jetzt bin ich. Ach so. Moment. Ich kann ja wahrscheinlich auch von hier wieder zu. Wie war das hier? Unter mir. Also entweder. Ist hier irgendwo so ein Secret-mäßig? Aber ne, ich schätze mal tatsächlich, wir müssen irgendwie hier außen rum. Stimmt, dass hier unten gleich wieder irgendwo eine Tür reinführt. Gott, oh Gott, oh Gott, ich trau mich gar nicht so richtig. Warum sind hier eigentlich so eine schwebende Plattform? Das ist ein bisschen unlogisch. Hey, 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 hey. Ach, guck mal einer an. Nee, doch nicht. Ich dachte, der bringt mich vielleicht. Zum Glück.
Naja, wird der vielleicht auch tun, nicht wahr? Okay. Ich sollte nicht springen, noch nicht. Aua. Guck mal, sie sich duckt, guck mal. Jetzt nicht mehr. Okay. Und jetzt? Egal, komm. Okay. Eieieiei. Okay, wo ist jetzt hier der geheime Zugang oder wo ist... Ach, guck mal, ich hätte einfach allgemein hingekommen. Okay, da links geht's gleich schon wieder rein. Moment, aber hier gibt's Geheimnisse. Ich glaube, ich bin zu faul, den Scanner auszupacken. Machen wir mal das hier. Ha, haben wir direkt den Eingang gefunden. Ja, aber wo will ich jetzt hin? Ach du Scheiße. Okay. Oh. Aha. Hä? Okay. Das heißt irgendwie... Okay, das heißt, es war schon mal ein bisschen am Sack hier. Verstehe. Oh, als bloß noch nicht mehr reichte. So ist mal, oder ich guck mal, ob ich hier irgendwo rein kann. Auch wenn das ja wahrscheinlich dann ja schon irgendwo zu sehen worden tun machen wäre. Hm, mysteriös. Egal. Nein! Um Gottes Willen, ist da noch einer gesetzt. Geh halt hier lang. Aua. Okay, da kommen wir nämlich wieder rein. War meine Befürchtung nämlich richtig. Beziehungsweise. Ist ja eigentlich eher so ein Zwischengang hier, wa? Nehme ich trotzdem mit. Gar keine Frage. Aha. Interessant. Warte mal. Ich smelle da was. Irgendwo. Da kann ja nicht. Obwohl, nee, dann wird hier ein Punkt sein, ne? Ach komm, scheiß drauf. Gehen wir wieder raus. Aber jetzt kommen wir wieder rein. Ich hätte da oben eigentlich nochmal in die Ecke gehen können, aber hey. Ha. Guck mal, jetzt sind wir nämlich hier. Oh, weia. Geh aber hin. Bin ja mittlerweile Grapple-Profi geworden, würde ich sagen. Selbst wenn, es macht ja gar nicht so viel Damage, oder? Oh. Muss ich mich hier reinlegen? Ja, okay. Nett, dass du mich wieder zurückbringst, auf jeden Fall, aber... Wie? Es ist gerade keine laggy Aufnahme, ne? Das ist so langsam, oder? Das ruckelt gerade so rum. Himmel, hilf mir. Dankeschön. Darf ich wieder raus? So. So. Dings Beam, Suit. Komm zu mir. Sag ich doch. So, bevor ich hier aber wieder rausgehe, ne? Ich hab das schon gesehen, Leute. Ich hab. Oh. Ah, jetzt im schicken Lila. Yeah! Bevor wir hier wieder rausgehen, ne? Wozu ist das? Das ist schon auch ein Durchgang. Tatsächlich. Miau. Ich wollte nämlich sagen. Ja, ja, weil da unten vor allem, guck mal, da oben rechts ist noch ein Secret, genau da, wo das Viech war. Was? Speed Booster? Wer soll das denn glauben? Okay. Bisschen schneller gespielt. Kann man auch mal machen.
Dockeli Dockeli. Speed Booster? Was? Warum? Was soll ich das denn hier? Will ich mich verarschen? Was sagen, den krieg ich aber nicht von hier, du. Sehr merkwürdig. Komme ich auch wieder hoch? Ach, der lässt mich gar nicht mehr hoch hier. Wie gesagt, bei dem Viech da oben war noch ein Punkt, ne? Da würde ich gerne nochmal gucken. So, wo kommen wir jetzt wieder raus? Eigentlich auch wieder draußen rein. Nein! Okay. Ich meine, so. Okay, wir können uns ja jetzt bewegen unter Wasser, ne? Eigentlich ganz gerne gerade, ja, den Punkt nochmal vollständig machen. At least. Okay, die Punkte am Anfang können wir auch selber machen. Vor allem können wir uns jetzt hier das Ding unten holen. Machen wir da doch mal eben schnell, ne? What? Okay, ich verstehe immer noch nicht, warum man manche nur mit Powerbomben, mit Morphball-Bomben und manche so kaputt machen kann. Mit dem normalen Schießen. Das ist sehr merkwürdig. Aber eins von beiden ist es immer. So, haben wir den auch nachgeholt. So schön. Ja, da kann ich mir vielleicht vorstellen, dass man den Punkt, also das, was ich gerade angesprochen habe, vielleicht auch wirklich nur mit dem Booster dann später holen kann. Also ich habe den zwar schon, aber keine Ahnung, wie man da reinkommen soll. Meine... Ja gut. Aber Rackchip, guck mal, das geht ja nach rechts weiter, ne? Ich muss da doch mal rein. Entschuldigung. Jawohl, das war doch schön. Ich kann doch bestimmt hier einfach wieder raus, ne? Das schaffe ich. Jawohl. Immer schön mit dem scheiß Gravity Beam schießen. So, was haben wir denn hier als alles? Achso, stimmt. Da kann ich ja sowieso rechts jetzt noch rein. Und da, guck mal, ein Mittelgang fehlt nämlich. Ach, guck mal einer an. Moment. Ha, ich muss von hier rein. Guck mal. Irgendwo hier oben. Irgendwo hier oben werde ich durch können. Oder? Hier irgendwo? Sowas sollte man aber eigentlich erkennen, oder? Mit dem Scanner. Wenn man irgendwo durch kann. Shit. Kann es aber mal ausprobieren. Was steht hier, weil, ne? Hier, brpp. Da war das ja ungefähr. Beziehungsweise, ne, das war ja sogar am Anfang, ne? Moment. Mal richtig gucken hier. Hallo. Das ist doof. Das wäre jetzt so meine Logik, ne? Ich glaube, ich verstehe, was ich sagen will. Würde auch gar nicht mal so wenig Sinn ergeben. Aber gut, dann halt nicht. Arschlochspiel. So, dann gehen wir mal schnell da unten rein. Oh, ich will nämlich das Upgrade da draußen einmal, da hinten. Da draußen einmal, da hinten. Genau, jetzt kann man mich hier ohne Probleme rein. Kriegt dann nochmal ordentlich Damage. Ha! Da freue ich mich doch drauf. Na gut, wenn ich ins Wasser falle, ist nicht so schlimm. Hey! Ach komm schon, Spiel. Ich wollte gerade sagen, ha, voll gut durchgekommen. Und am Ende nochmal schön. Hier kann ich unten weiter. Erstmal jinxen und dann ist doch falsch. Manu. Okay, ich schätze mal, hier kommen wir doch wieder raus aus. Ups. Ah, okay. Ich würde sagen, da kommen wir wahrscheinlich wieder raus aus dem Wrecked Ship auf die andere Seite, die wir eben schon auf der Map gesehen haben, aber gut. Hier gehen wir auch gerne einmal hin. Ich zumindest. So große Räume, man hier doch mitunter im Geheimen findet, ne? Zum Glück bin ich hier hingegangen, jetzt nachdem ich erst den... Ja, es war auch dumm und scheiße. Nachdem ich erst den Gravity Suit habe.
Och, Mann, ey. Treppensteigen mit Samus Aran, ne? Mal kurz was testen. Doch, die gehen unter. Okay. Aber... Hat deine Mutti, Alter. Wollte halt den Spin-Jump machen, ne? Na gut, ich kann. Das war jetzt fies. Das war jetzt richtig gemein. Die hat mir nicht verraten, dass ich den da brauche. Oh. Ey, das ist so schrecklich manchmal, ne? Genau so, warte. Ich treffe dann einfach nicht. Und ich kann ja... Ich kann ja warten. Das darf ja ruhig ein bisschen ins Wasser gehen. Ha! Beautiful. Hey, dann haben wir 2-3 angefangen. Cool. So, wenn jetzt ein direkter Durchgang hier irgendwo wäre, das wäre voll geil. Aber ich rechne nicht damit. Nee. Warte mal, ich habe ja... Akkus checken. Nee. Das heißt... Okay, das ging doch schon mal ganz gut. Ja, die Folge ist nämlich eigentlich vorbei, aber auch meine Session. Das heißt, ich muss eigentlich mal eben zu einer Speicherstation. Das wäre ganz schön. Aber ich will eigentlich nach rechts weiter, ne? Kein Bock nochmal wieder zurückzugehen. Ich meine, ich kann ja ruhig meinen Safe State benutzen. Das ist ja nicht schlimm, dann kann ich hier weiterspielen. Mach's immer deswegen nicht so gerne, weil... Achso, nee, okay, ich war gerade kurz verwirrt. Weil ich dann vielleicht denke, ha, ich habe ja gerade erst gespeichert und so, ich muss jetzt nicht speichern und dann sterbe ich und dann muss ich irgendwie die Hälfte der letzten Folge nochmal neu spielen. Das ist natürlich doof, will ja irgendwie keiner, ne? Aber gut. Ja. Auch wenn ich gerne... Nee, komm, wisst ihr was? Ich gehe doch speichern, weil ich wollte auch im Rackchip nochmal was nachgucken, ja eigentlich, ne? Weil, der eine Gang fehlt ja. Den kann man bestimmt von außen erreichen. Das beim nächsten Mal nochmal überprüfen und dann erst rechts weitergehen. Ich glaube, das ist klüger. Oh Gott, muss ich den blöden Gang hier wieder lang. Egal, ich habe einen neuen vollen Energietank. Können wir alle mal. Ich weiß nicht, ob wir im Gravity Salute noch mehr Schaden einstecken können. Wäre aber schön auf jeden Fall. So, gut Leute, dann können wir beruhigt speichern, ist doch auch nicht verkehrt. Also Leute, dann sage ich danke fürs Zusehen, ich hab's gefallen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Super Metroid, ne? Ich gehe on-screen lieber speichern. Also, bis dahin. Tschüss.